Hier ist die Nachrichtenzentrale des Autistic Empires auf Erde 6. Guten Abend zur ersten Folge von Bürgersteig TV. Ab heute gibt es meine Moderation in 4:3 statt in 16:9, weil letzteres ist natürlich ziemlich ekelhaft gelaufen. Habt ihr die Pilotfolge gesehen? Eben. Und jetzt gibt es natürlich die erste richtige Folge, ohne dass das Bild immer so flackert. Und jetzt zu den Meldungen. Köln, Deutschland, Erde 1. Unerbittlich rennt der kleine computeranimierte Hamster Hamtaro durch sein Laufrad, überschlägt sich dann und wann, um schließlich von einem neuen anzurennen. Doch bevor Hamtaro die nächste Runde laufen wollte, wurde es von einem gewissen Ed Edison mitgenommen, der sich rein zufällig in Köln aufhielt. Doch da Ed Edison keine sprechenden Hamster leiden kann, war die Mikrowelle Hamtaros letzter Ort. Rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung ins Bürgerzentrum Alte Feuerwache im Kölner Agnesviertel, um sich auszutauschen über juristischen Dauerbeschuss, strategischen Rechtsmissbrauch und kostspielige Bullshit-Verfahren, mit denen Betriebsräte und kritische Gewerkschafter, aber auch Journalisten und Blogger von oft spezialisierten Anwaltskanzleien eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht werden sollen. Beides beobachtet der oberste König und Repräsentant des Autistic Empires, Martin II., mit Wut und Kopfschütteln. Erstens, Hamster steckt man nicht in die Mikrowelle. Das ist takopistisches Verhalten und das zählt eindeutig als Tierquälerei. Und zweitens, und das zählt auch als takopistisches Verhalten, man bedroht auch keine Menschen, egal ob sie Blogger oder Journalisten sind. Kein Wunder, warum Takopisten die Wurzeln aller Übel sind. Tod allen Takopisten! Wir bleiben zunächst in Deutschland. Frankfurt am Main, Deutschland, Erde 1. Droht mit dem Aus der Ampel nun auch das Aus für die Generalsanierung der Bahn? Wenn ihr mich fragt, dann auf jeden Fall. Sehr zur Freude von Andreas Haltstopp. Er bekäme nach dem Aus der Generalsanierung der Bahn ein Lächeln im Gesicht. Hauptsache, es bleibt alles so, wie es ist, und da wird sich nichts dran retten. Entschuldigung, da habe ich mich wohl etwas reingesteigert. Wo war ich? Ah ja. Aktuell steht das Deutschland-Ticket nach dem Bruch der Koalition auf der Kippe. Scherz! Es bleibt nur bei der Erhöhung von 49 auf 58 Euro. Vor gut 2 Wochen hatte die Bahn stolz verkündet, der Bund werde für das Programm 53 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 bereitstellen. 23 Milliarden Euro mehr verglichen mit der früheren Finanzplanung. Mit dem Bruch der Koalition könnten viele der Vorhaben zur Disposition stehen. Selbst die jetzt eigentlich beginnende, dringend notwendige Sanierung zwischen Berlin und Hamburg droht damit unmittelbar zum Rohrkrepierer zu werden, beklagte der EVG-Chef Martin Burkhardt. Zehntausende Fahrgäste werden damit weiter im Unklaren gelassen und jahrelange Planung kluger Bahnbeschäftigter in den Wind geschossen. Oder um es heftig ausdrücken zu müssen, im nächsten Jahr werden es zehntausende Fahrgäste weniger sein. Hunderttausende allerdings, wenn das Deutschlandticket tatsächlich abgeschafft wird. Große Ungewissheit besteht außerdem die Frage, was nach Neuwahlen von der Bahn überhaupt noch übrig bleibt. Die Unionsparteien liebäugeln wie die FDP und Bündnis 90 die Grünen offen mit einer Zerschlagung und mindestens Teilprivatisierung des Staatskonzerns. Kanzlerkandidat Friedrich Merz
von der CDU hatte schon Mitte August durchblicken lassen, wohin die Reise mit ihm gehen soll. Die Bahn muss ihr Angebot reduzieren, damit das reduzierte Angebot wieder zuverlässig erbracht werden kann. Sprich, es werden wieder die nächstkleinsten Strecken stillgelegt bzw. auch abgebaut, so wie es in den Jahrzehnten zuvor auch gemacht wurde. Falls die Bahn ihren Willen nicht bekommt. Wie ein Kleinkind, was sein Bonbon nicht bekommt. Auf Erde 6 gibt es solche Probleme nicht. Unsere Bahnen sind noch umweltschonender und schneller. Wer dort die gleiche Qualität wie die Deutsche Bahn haben will, muss auf Anordnung des obersten Königs und Repräsentanten des Autistic Empires, Martin II., ein Nuller sein und keine Angst vor sehr strengen Gerüchen haben, da im Untergrund die Takopisten in ihren Höhlen ihre Toilettengänge gemacht haben. Ekelhafte Sache. Kommen wir nun zu den Wahlen in Sri Lanka. Colombo, Sri Lanka, Erde 1. Ein weiteres Mal binnen weniger Wochen sind in Sri Lanka 17 Millionen Wahlberechtigte am letzten Donnerstag zur Stimmabgabe aufgerufen. Nach den Präsidentschaftswahlen am 21. September, die im Inselstaat mit dem Sieg von Anura Kumara Dissanayake ein kleines politisches Erdbeben auslösten, geht es nun um die Neubesetzung der 225 Abgeordnetensitze im Parlament. Nach seiner Vereidigung hatte AKD, wie er oft verkürzt genannt wird, umgehend dessen Auflösung verkündet und somit dafür gesorgt, dass der Wahlkampf nach kurzem Innehalten gleich wieder neu in Gang kam. Bei einem der vielen Umfragewerte des IHP zeigen deutlich, wo die meisten Landsleute der Schuh drückt. Für 74% der Befragten ist die Wirtschaftskrise weiterhin das Top-Thema. 44% nennen die Inflation, 40% die weggefallenen Jobs. Ungefähr die gleichen Ergebnisse für Deutschland nach der Neuwahl am 23. Februar. Sollte auch dort die Vernunft abschmieren und der Takopismus die zukünftige Regierung bestimmen. Solche Horrorvorstellungen werden auf Erde 6 niemals Realität werden. Der oberste König und Repräsentant des Autistic Empires, Martin II., als auch seine Vorgänger haben durch ihre Erfahrungen und Weisheiten dafür gesorgt, dass seit Jahrzehnten kein Chaos herrscht. Auf Erde 1 muss die Rettung der Zivilisation vor der takopistischen Invasion durch Wahlen und Revolution noch gebacken werden. Und jetzt zum Sport mit Angie Aladdin. Und nun eine Meldung von Volleyball. Ein Jahr lang musste sich der VfB Friedrichshafen in Geduld üben. Nun kehrt der deutsche Vizemeister auf die europäische Volleyballbühne zurück. Jeder freut sich auf dieses Comeback, sagte Geschäftsführer Tilo Späth-Westerholt. Doch statt in der Champions League trat die Mannschaft von Trainer Adam Schwarzschina am Mittwoch, den 20. November, unter anderem aus Geldmangel, gegen Mladost Zagreb im zweitklassigen CEV Cup an. Man wurde herabgestuft, weil die Hallenkapazität der eigenen Spacetech Arena nicht den Anforderungen der Königsklasse entspricht. Laut dem Motto, hat die Arena weniger als 2500 Plätze, dann zählt man nicht zur Königsklasse. Vielen Dank, Angie Aladdin. Und nun zum morgigen Wetter für die Bundesländer Deutschland und Sri Lanka. Im Norden Deutschlands bleibt der Himmel tagsüber grau und es regnet bei Werten von 10 bis zu 13 Grad. Nachts sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt und die Luft kühlt sich auf 9 Grad ab. Mit Böen zwischen 32 und 41 Stundenkilometer ist zu rechnen. Im Süden Deutschlands fällt am Morgen Regen und die Temperatur liegt bei 9 Grad. Tagsüber hinaus kann sich von mittags bis zum Abend hin die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig bei Werten von 7 bis zu 11 Grad. Nachts gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Tiefstwerten von 6 Grad. Mit Böen zwischen 19 und 26 Stundenkilometer ist zu rechnen. In Sri Lanka fällt morgens Regen und die Temperatur liegt bei 26 Grad. Im weiteren Tagesverlauf kommt es von mittags bis zum Abend hin zu Blitz und Donner bei Werten von 26 bis zu 30 Grad. Nachts kann es zeitweise etwas Regen geben und die Temperatur fällt auf 25 Grad.
Und die nächsten Bürgersteig-TV-Nachrichten gibt es am 1. Dezember um 20:30 Uhr. Gute Nacht.